Willkommen zurück zu Tomb Raider. Da ist die finale Brücke, die wir noch runterlassen müssen. Und ob wir vielleicht an dem Schalter einfach vorbeigelaufen sind, das checken wir jetzt direkt mal ab. Indem wir hier hochklettern erstmal und wieder nach da oben in den Raum gehen. Du, 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 du. Dann noch hier oben. Ich hab gerade irgendwie das Verlangen, wo wir die ganze Zeit gegen Mumien kämpfen, die Mumienfilme mal wieder zu schauen. Oder zumindest Teil 2. Teil 1 hatte ich letztens erst geschaut. Das würde irgendwie, ja, ich würde fast schon sagen, Sinn machen, die mal wieder durchzuschauen. Ja. Den Schalter hatten wir umgelegt. Da. Wie kriegen wir jetzt diese finale Brücke runter? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Ich hätte da noch eine Idee tatsächlich. Und dafür müssten wir erstmal wieder hier runter. Und wieder hier, da auf die andere Seite klettern. Weil es gab ja diese einen Ding, wo ich nicht wusste, wo die Rutschbahn hinführt. Oder wo ich halt diese eine Rutschbahn entdeckt habe. Aber dann gesagt habe, okay. Die nehmen wir jetzt nicht, weil wir erstmal weiter nach oben klettern. Gut möglich, dass diese Rutschbahn unser finales Ziel sein wird. Deswegen werden wir jetzt zu dieser Rutschbahn erstmal uns bewegen. Dazu klettern wir wieder hier hoch. Drehen uns einmal um. Gehen einen Schritt zurück. Jetzt nach vorne. Sprung. Sind wieder oben. Perfekt. Wir müssen noch weiter oben. Bisschen weiter oben war die Rutschbahn noch. Ich bin ziemlich sicher. Schritt zurück. Nach vorne, Sprung, festhalten. Jawoll. Gut, machst du gut, Lara. Machst du sehr, sehr gut. Jetzt springen wir einmal darüber. Gehen wir mal einen Schritt zurück. So, und jetzt. Perfekt. Zurück zum Rand. Und rüber da. Genau. So, und jetzt sind wir, glaube ich, hier bei der Rutschbahn, die ich meinte. Genau. Die rutschen wir jetzt mal runter. Wo kommen wir dann hier aus? Ach, Mumien! Mumien! Immer diese verdammten Mumien! Ich hasse diese Mumien! Okay, eine ist down. Und die andere ist down. Ah! Ich hasse Mumien. Hat schon wieder viel zu viele Medipacks hat dieser Kampf benötigt. Ah, vielleicht sollte ich die Schrotze wieder auspacken. Beim nächsten Mal, wenn ich vorzeitig merke, dass Mumien kommen. So, diese Kästen bringen einem ja nichts. Also. Oh nein, jetzt sagt nicht, das ist schon wieder so ein Ding, wo man. Oh, wo man kein Award dafür bekommt, dass man mal ein bisschen ein Risiko eingegangen ist oder so. Dafür bin ich echt hier hingegangen. Verarscht mich doch nicht. Spiel. Nicht mal irgendein Schalter oder so, verdammt. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück, also einigermaßen zurück. Springen hier rüber. Da kommen wir garantiert noch nicht hoch. Oder? Nee, das ist eindeutig zu hoch. Ja. Das schaffen wir nicht. Da müssen wir uns wahrscheinlich jetzt runterfallen lassen. Oder kommen wir auf die andere Seite? Doch, wir kommen auf die andere Seite. Bin ich mir ziemlich sicher. Nein, kommen wir doch nicht. Aber wir haben keinen Schaden bekommen. So weit, so gut. Okay, ja, dann ist hier aber nichts, was die letzte Brücke runter macht, oder? Sehe ich das gerade falsch? Was ist hier drin? Ach, hier kommen wir her, ne? Achso, dann kommen wir gar nicht zurück. Dann müssen wir hochklettern. Okay, ich verstehe. Dann klettern wir halt einmal hoch.
Dauert ja nicht so lange. Einmal hier an die Kante, hoch da. Umdrehen. Einen Sprung zurück. Nach vorne. Rüberspringen. Umdrehen. Einen Schritt zurück. Nach vorne. Sprung. Festhalten. Hochziehen. Und jetzt müssen wir weiter nach oben. Ja, müssen wir. Dann gehen wir jetzt nach vorne an die Kante. Sprung. Hochziehen. Das machst du sehr gut, Lara. Immer schön vorsichtig, nicht übereilig und alles. Achso, wir müssen so schräg springen. Ich hasse diese schrägen Sprünge. Nein. Die Richtung. Bisschen ausrichten. Hier nochmal nach hinten. Und jetzt. Okay, den Sprung haben wir geschafft. Perfekt. Zurück an die Kante. Bisschen ausrichten. Und los. Zurück an die Wand. Ausrichten. Nach vorne. Sprung. Jawohl. Läuft wie am Schnürchen. Ausrichten. Vorne laufen. Sprung. Und festhalten. Wir wollen ja nicht abstürzen. Dann noch da hoch. Jetzt sind wir gleich schon wieder oben. Nein, nein! Oh, oh, mein Herz. Mein Herz. So, Sprung, festhalten, hochziehen. Und jetzt müssen wir darüber. Jetzt speichere ich aber einmal. Jetzt wird es mir zu riskant, dass ich gleich doch noch abstürze. Weil das Spiel es so will. Dann Schritt nach hinten, damit wir auch genügend Anlauf haben. Und jetzt rüber. Perfekt. Jetzt müssen wir noch nach da vorne. Genau, einen Schritt zurück. Und Sprung und festhalten. Jawohl, wir haben es wieder nach oben geschafft. Sehr gut. Nochmal Sprung, hochziehen. Genau. So, was macht der Schalter hier nochmal? Was, wenn ich den hochmache? Aha, die Brücke war der Schalter. Kann ja nach unten bleiben. Dann gucken wir nochmal da oben. Entweder rutschen wir jetzt gleich da nochmal runter. Wobei, jetzt mittlerweile ist es ja eine Stufenpassage geworden. Der Schalter hat auch eine Brücke, meine ich, gemacht. Was ist eigentlich hier hinten? Sind wir hier hinten schon runter? Ich bin gerade nicht mehr sicher. Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. Ich speichere und rutsche mal runter. Ist der leichteste Weg, das herauszufinden. Natürlich mit gezogenen Waffen. Wir sind ja nicht dumm. Dann geht's einmal lang. Dann haben wir hier einen Raum. Den kennen wir. Aber ich glaube, da waren wir noch nicht lang gegangen. Ich bin mir gerade nicht mehr so wirklich sicher. Ah, doch, hier waren wir schon mal. Hier ist ein Schalter, ach so. Der wahrscheinlich eine Treppe erschafft. Dann würde ich sagen, Geronimo! Einmal nach hier drüben, dann müssen wir nämlich nicht wieder hoch. Gehen wir hier nochmal raus. Und dann, so. Den haben wir da oben umgelegt für diese Brücke. Dann hatten wir dann noch den zweiten Schalter für diese Brücke. Da ist noch was. Hätte ich die Frage, wo ist der Zugang zu, also der Schalter zur letzten Brücke? Den Zugang kennen wir. Der ist da drüben. Aber wo ist der letzte Schalter? Wo ist der letzte Schalter? Bei da unten guckt irgendwas raus. Ich muss nochmal da runter. Lass es bitte nicht ein. Oh Gott, das ist doch ein Grafikfehler, einfach nur.
Es ist doch nur ein Grafikfehler, verdammt. Wie kriegen wir die letzte Brücke runter? Wie kriegen wir das hin? Wo ist der Schalter für die letzte Brücke? Ist das... Nee. Da ist kein Schalter. Würde mich ja auch nicht wundern, wenn hier noch ein Schalter wäre, halt. Für die letzte. Aber hier ist ja keiner. Also, dass er irgendwie im Wasser ist oder so. Aber hier ist ja nichts. Hier, ich kann nicht nichts machen. Also keine Interaktion oder so. Da oben war auf jeden Fall keiner mehr. Bin ich mir ziemlich sicher. Gehen wir hier nochmal an Land. Vielleicht da in eine der Lücken. Das könnte vielleicht noch sein. Wir sind ja immer nur durch die eine Lücke gegangen. Vielleicht ja... dort irgendwie... an der Seite dran. Nö. Was ist da drüben? Nö. Moment mal. Ah, warte, 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 warte. Ich hab's, glaube ich. Geh an Land. Lara, geh an Land. Umdrehen. Da. Den haben wir doch, glaube ich, noch nicht umgelegt. Dafür können wir am besten von der Brücke da runter kommen. Wenn ich mich jetzt gerade nicht total täusche. Wir haben noch den Speicherstand oben. Wir gehen nochmal nach oben zurück. Genau, dann können wir hier aber auch direkt, nehmen wir jetzt aber die andere Rutsche, die aber keine Rutsche mehr ist, glaube ich, fällt mir gerade ein. doch, ist doch noch eine. Dann rutschen wir hier einmal runter. Das war auf jeden Fall jetzt ein Bug. Das war jetzt mal der übelste Bug. Okay, wir nehmen hier einen anderen Weg. Das kann mir jetzt keiner erzählen. Ich bin ja eindeutig in die Luft geflogen und dann... Was war das Spiel? Warum? So, rüberspringen einmal. Da kriegen wir wahrscheinlich immer so einen Ticken Schaden. Ups. Nicht wundern, das war nur ein Teller. Nicht, wo ich gegen gekommen bin. Da, die Brücke war das. Da kommen wir am besten hin, indem wir da rüber gehen. Genau. Jetzt links. Genau. Da wollen wir rein, ne? Da ist der Schalter, den ich doch gerade gesehen habe. Aber es sah doch gerade so aus, als könnte man von oben rein in dieses Gitter. Ding. Habe ich mich wohl getäuscht. Aber das ist auf jeden Fall auf der Seite befindet sich das. Ah ne, was war der Schalter von dieser Brücke? Ja, jetzt erinnere ich mich. Da unten ist das mit dem Sarkophag gewesen und ja. Wir könnten höchstens da nach oben noch. Ich glaube, da sind wir nie nach oben gegangen. Oder doch? Schauen wir doch einfach mal. Schauen wir doch einfach mal. Einmal rüber hangeln. Ah, nee, doch, da sind wir hoch, oder? Sind wir... Nee, ich bin gerade ausgegangen, stimmt. Ich bin gerade ausgegangen. Das heißt, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Noch einen Schritt zurück. Noch einen Schritt zurück. Okay, jetzt sind wir natürlich wieder einen Schritt zu weit zurück. Ja, Mann. So. Einmal so. Jetzt. Ein Schritt, komm schon. Na, jetzt komm. Lara, bitte. So. Jetzt. Ja, jetzt geht's doch.
Perfekt. So, wir könnten theoretisch einmal darüber springen. Das machen wir aber jetzt nicht. Wobei da hinten liegt Munition. Hol ich die Munition? Ja, komm, wir brauchen die Munition garantiert später irgendwann. Speichern wir einmal, bevor wir uns auf den Sprungparcours da geben. Also, okay, warte. Wir müssen hier erstmal. Ah, Medipack. Und ein Geheimnis. Okay, aber dann wird hier wahrscheinlich nicht der Schalter sich befinden. Schade. Wenn sie mir hier als Geheimnis angezeigt wird. Sagt mir irgendwas, dass der Schalter nicht da zu finden sein wird. So. Weiter. Hier hin. Genau. Jetzt einmal einen Schritt zurück. Und vorwärts. Dann haben wir hier noch die Schrotflintenmunition. So, mehr Munition eingesammelt. Und weil ich jetzt mit meinem Latein am Ende bin, pausiere ich hier mal ganz kurz und schau mal kurz, wo der letzte Schalter sich befindet. Bis gleich. So, ich habe mich mal informiert. Der Schalter für diese Brücke scheint wohl doch da drüben in diesem Raum irgendwo zu sein. Deswegen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mir den Raum genau angeguckt habe, werde ich mir wahrscheinlich gleich den Facepalm des Todes wiedergeben. Weil der wahrscheinlich so offensichtlich ist und ich mir nur denke, wie konnte ich das schon wieder übersehen? Aber naja, so ist das Leben. So ist das Leben. Ah, wir haben ein Geheimnis in der Folge gefunden, das ist ja auch schon mal was. Auch wenn sonst diese Folge jetzt nicht so erfolgreich war. So. Hier soll irgendwo ein Schalter sein. Wo denn? Ja, Philipp. Hast den Raum genau angeguckt. Und Achtung! Das war der Facepalm. Oh, der war echt ein bisschen fest. Ich habe ein bisschen auf die Brille gehauen, verdammt. Ah. Naja. Habe ich so verdient. Dann haben wir jetzt das letzte Ding eingesammelt. Wir speichern mal eben. Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass das da unter Wasser aufgegangen ist. Sonst müssen wir ein ganzes Stück zurück zu dem anderen Bereich, wo mal Wasser war. Wir sind ja auch mal durch ein Wasser irgendwo hier hingetaucht. Aber nein, hier ist tatsächlich aufgegangen und das heißt, wir können ja auch weiter tiefer tauchen. Da unten war was. Was zum Einsammeln? Nö. Okay, warte, Moment, Moment. Vier Gänge zum Tauchen. Drei Gänge zum Tauchen, okay. Zwei Gänge zum Tauchen. Ein Gang zum Tauchen, okay. Ich habe mich vertan. Hoffentlich reicht die Luft jetzt noch. Okay, hier liegt erstmal Munition. Bitte einmal einsammeln. Lara, bitte. Genau. Und dann weiter, 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 weiter. Medipack. Genau. Munition. Und jetzt noch um die Ecke. Verdammt, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Ja, das reicht nicht. Das reicht nicht. Dann machen wir für das nicht so. Egal. Machen wir das anders. Wir tauchen hier runter, sammeln die Items ein. Wenn wir die Items eingesammelt haben, schwimmen wir nochmal kurz zurück, tauchen nochmal auf, holen nochmal Luft und tauchen dann die ganze Strecke. Time einsammeln, danke. Das Medipack, ganz wichtig. Wobei, schaffen wir das vielleicht diesmal? Komm, wir versuchen es. Wir haben diesmal, glaube ich, ein bisschen mehr Luft als letztes Mal, als wir uns auf den Weg hierhin gemacht haben. Und dann nach oben, nach oben. Und hier haben wir immer noch keine Luft. Da ist Luft, da ist Luft, da ist Luft. Oh. Das war ein Akt.
Jetzt können wir noch die letzte Munition einsammeln. Mal bitte einsammeln. Danke. Liegt auch noch einiges. Wieso liegt hier so viel Munition? Ich bin immer skeptisch, wenn so viel Munition und Medipacks für einen parat liegen. Ich habe ein bisschen Angst, aus dem Wasser zu steigen. Schauen wir uns doch erstmal um, während wir noch im Wasser sind. Aha. Aha. Ja, hi, ich sehe dich. Du kommst nicht ins Wasser rein, ne? Hm? Ist gut für dich, kann ich dir nur sagen. So, erstmal wieder ins Wasser. Ja, wir haben ein kleines Medipack bekommen. Das nehmen wir doch einfach mal. Direkt. Damit wir nicht voll geheilt sind. Und jetzt das gleiche wie gerade. Einmal. Raussteigen, Waffen ziehen. Okay. Das haben wir geschafft. Sonst wäre ich immer wieder ins Wasser gesprungen und wieder raus. Und wieder ins Wasser und wieder raus. Und wieder ins Wasser und wieder raus. So. Dann einmal alles genau abgehen, versteht sich. Hier ist sonst nichts. Und dann da an der Seite hoch. Was erwartet uns da? Ein Gitter erstmal wieder. Wieso ist hier immer alles mit Gittern so? Ja, hier, das erwartet dich. Komm nur denn. Moment mal, das kenne ich doch. Sind wir jetzt nicht wieder in dem ursprünglichen Bereich? Oder so? Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich höre doch schon diese Mumien. So, ist hier noch eine? Bevor ich runterkomme? Nein. Scheinbar nicht. Das ist gut. So, einmal bitte darüber. Und ja, wir sind wieder in einem neuen Bereich. Das heißt, hier ist ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Was wir hier entdecken werden, wie es weitergeht, das alles... Nein, nicht laden. Speichern. Das alles seht ihr beim nächsten Mal, meine Freunde. Bis dahin, macht's gut. Ciao.